Und wer das nicht weiß, ich habe mich natürlich in der Vorbereitung, Berufsfeuerwehr gibt es schon seit 1907. Also über 118 Jahre gibt es die Trauer in der Feuerwehr. Es gibt sicherlich seitdem keine Höhepunkt, aber es gibt gute Kameraden, die sicherlich damals vielleicht mit viel Hassblut als die Doppelgestellung wurden, die Eisbahnleitung und so weiter, mit welchen Höhle gar nicht mehr gut verblüht. Und die Großfeuerwehr, wie gesagt, hat eine vierschichtige Aufgabe gespielt, wie viele Kameraden zur Umstellung und so weiter. Wir arbeiten im Doppel-Ochsenschichtsystem, das ist ein neu entwickeltes System, gibt es den Kassen oder ruhig? Ja, wenn es Nun haben wir natürlich viele junge Leute hier, Kinder, die heranwachsen und alle entweder Traktoristen, Lokomotivführer oder Feuerwehrmann werden wollen. Und leider die wenigsten dann am Ende des Schwimmbuns sind Feuerwehrmann zu werden, wenn man sich nicht mehr freut. Aber wie kann man denn Berufsfeuerwehrmann werden? Also ich hätte so lange der Affenschlinge im Hals. Ja. Eine Angelegenheit, die nicht immer von jetzt ab gleich funktioniert. Es ist hier eine große Frage der Sicherheit zu beachten. Deswegen für uns gilt ja auch immer das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Wir arbeiten also niemals alleine. Es sind immer zwei Mann beteiligt und die kontrollieren sich gegenseitig auf Sicherheit. Der Kamerad hängt also jetzt an einem sogenannten statischen Seil. Das ist ein Seil, was eine sehr geringe Drehung hat, mit dem man auch arbeiten kann. Da kann man auch große Masken anhängen. Das Seil hält über 3 Tonnen aus. Und gesichert wird er von einer zweiten Person in einer sogenannten Halbkraftwurst und dann ist die Arme sein. Wenn es hier zum Sturz oder zum Abschluss kommen sollte, haben wir immer noch ein zweites Seil, das den Kameraden aufhängt. Das ist ja der nächste. Das ist ja der nächste. Das ist ja der nächste.
vielleicht noch die Frage, wenn da bis zu 300 Meter retten können, heißt das auch, dass die Seile 300 Meter sind? Also wir haben Seillänge für 150 Meter zur Verfügung am Stück, die dann natürlich auch miteinander verbunden werden. Alles klar. Ja, aber diese Länge brauchen wir heute nicht, denn die Drehleiter, das wissen wir, ist maximal 30 Meter lang und wenn es einen Winkel hat, dann ist er auf keinen Fall länger. Das wissen wir deswegen auch ELK 2312, was so viel heißt, wir haben 23 Meter Rettungshöhe, ein Einstellwinkel von 12 Metern zum Gebäude. Aber dann leider. Er hat also ein spezielles Abteilgerät jetzt dran. Die Sachen sind bei uns etwas gewöhnungsbedürftig und wir haben eine Zugbandschaltung. Das widerspricht natürlich manchmal den menschlichen Reflexen, aber hier ist das System so gestaltet, dass wenn man loslässt, das System stehen bleibt. Man muss sich also hier daran gewöhnen, dass irgendeine Gefahr entsteht, loslassen, dann schafft das System auch weiter. So, wir müssen nochmal Selfies gemacht werden, das ist auch hier wichtig. Denn schließlich brauchen wir ja einen neuen Facebook-Auftritt am heutigen Tag, wenn man heute schwer gearbeitet hat. So, ich denke, das hat auch einen Applaus wert. Das Seil vorher gekürzt hat. Ja, wir sind mit
nicht mehr da hoch, das werden wir auch sehen, dass wir auch noch seinen Helm aufgesetzt und wird gesagt, Sicherheit geht vor. Ja. Jetzt denke ich, verlieren wir es. Ja, meine Kameraden sind wir hier im Prinzip den Harboristen. Ich bin ja dem Hilfer. Ja, da ist der Kamerad Lutzen, der kann ruhig nochmal 1, 2, 3 Meter da abbauen, damit man das dann sieht. Und so ruhig da etwas näher kommen, da kann man das dann noch ein bisschen davon beobachten. Also die Situation steht, der erste Kamerad ist graveriert und ein zweiter, ein Rettungsmittel, praktisch zu ihm runterkommen und muss ihn übernehmen. Er sichert jetzt den Patienten und dann wird er ihn an seinen Haken übernehmen. Aber ich sagte, es ist ein Schlag. Das ist ein Schlagpunkt.